Set ist in 200 Jahren der erste Ninja, der die uralten verbotenen Pfade beschreitet. Er trotzte seinem Clan und seinem Meister, wodurch er das Gleichgewicht und die Disziplin, die ihn sein ganzes Leben lang eingeengt hatten, hinter sich ließ. Set bietet nun jenen Macht, die bereit sind, das Wissen von den Schatten mit offenen Armen zu empfangen. Und er schlägt all jene, die sich an die Ignoranz klammern. Als Weise wurde Set von einem großen Ninja-Meister aufgenommen und ausgebildet. Nur ein weiterer Schüler erschien Set ebenbürtig. Der Sohn des Meisters, Shen. Es schien, als könne Set nie die Gunst des Meisters gewinnen, da jede Begegnung der beiden Rivalen in einem Unentschieden endete. Frustriert und eifersüchtig suchte er nach einem Vorteil. Der junge Ninja wagte sich in einen verschlossenen Teil des Clan-Tempels, indem er eine verzierte, unheilverkündende Truhe fand. Da er das dunkle Wissen im Inneren spürte, wusste Set, dass er sie nicht öffnen sollte, doch nichtsdestotrotz spähte er hinein. In derselben Sekunde berührten Schatten seinen Geist und gaben Techniken preis, die lange verborgen waren. Dieses geheimen Vorsprungs habhaft forderte er nun Shen erneut heraus und besiegte dieses Mal den Sohn des Meisters. In diesem Moment des Sieges erwartete er Lob und Anerkennung, doch der Meister wusste aus irgendeinem Grund, dass Set verbotene Pfade beschritten hatte und verbannte ihn. Gedemütigt zog der junge Ninja jahrelang umher. Aus seiner Bitterkeit wurde Ehrgeiz und er begann andere im Stil der Schatten zu unterrichten. Ebenso wie seine Kraft wuchs auch der Kreis seiner Anhänger, doch er wusste, dass seine Techniken ohne die Truhe nie perfekt sein würden. Eines Tages betrachtete Set seine Anhänger und sah, dass seine Schüler nun eine Armee waren. Er führte sie zurück zum Tempel, um seinen Tribut einzufordern. Er war überrascht, den Meister an den Toren wartend vorzufinden. Er empfing Set und seine Schüler, als wären sie willkommene Gäste. Der alte Mann legte sein Schwert zu Sets Füßen und erklärte, er habe Set als Meister im Stich gelassen. Indem er seinen einstmaligen Schüler verbannte, hatte der Meister ihn den Schatten anheimgegeben, anstatt ihn auf den Pfad der Balance zu führen. Der alte Mann bat Set, den Tempel zu betreten, die Truhe zu zerstören und seine Anhänger zum Gleichgewicht zu führen. Der dunkle Ninja folgte dem Meister in das Innere des Tempels. Wenige Augenblicke später hörten die versammelten Ninjas, wie Set schmerzerfüllt aufschrie. Rätselhafterweise kam er unversehrt wieder zum Vorschein und warf Shen den abgetrennten Kopf des Meisters zu Füßen. Wuterfüllt schreiend befahl Set seinen Anhängern, die Schüler des Meisters zu erschlagen und die Truhe zu ergreifen. An diesem Tag zerfiel der alte Ninja-Orden. Auch wenn viele Schüler starben, konnten einige von ihnen dank Shens heldenhafter Taten fliehen. Nun ist der Tempel ein düsterer Übungsplatz für den Orden der Schatten. Set regiert als Meister des Ordens und sein Erlass ist simpel. Perfektioniere deine Techniken und töte alle Ninjas, die sich weigern, die Schatten mit offenen Armen zu empfangen.